Schläfst du, Antonia? Du auch nicht? Ich denke an so vieles. Woran denkst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Zeit anfangen soll. Sie ängstigt mich. Mich ängstigen meine Gedanken. Ich weiß nicht einmal, ob ich welche habe. Zum Beispiel denke ich, denkst du an deinen Vater, Antonia? Ich denke an meinen Vater. Und an deine Mutter. Auch an meine Mutter. Und an deine Schwestern. Ich denke auch an meine Schwestern. Und an wen noch mehr? An wen noch mehr? An Peter Botal, unser Lehrer. Ach. Zufrieden? Und Botal, weiß er es? Woher? Ich weiß es selber erst, seit du mich fragtest. Hörst du mich zum Besten, Antonia? Denk, was du willst. Ich hätte dich gern zur Freundin, Antonia. Haben wir noch Zeit dafür? Ich möchte zu dir reden können, dir alles sagen dürfen. Dann sag es. Wenn man an einen mehr als an alle anderen denkt. Ja. Liebt man denn? Weiß ich das. Du müsstest Margarete fragen. Sie kennt alle jungen Männer von der Schule. Deshalb gerade vermute ich, dass sie es nicht weiß. Sag ihr doch, liebt man denn? Man kennt das vermuten. Dann liebe ich Emilio Foscolo. Ja? Das macht keinen großen Eindruck auf dich. Ich kenne ihn nicht. 17 Jahre, Gehilfe in einer Tischlerei. Ein paar Häuser von uns entfernt. Ich kenne ihn auch nur flüchtig. Das Auto ist gut. Einmal, gerade von unserer Tür, fiel ihm eine Kommode von seinem Karren. Ich musste lachen. Und er war entzückt? Er war wütend. Es quält mich jetzt. Nun, wer wollte beweisen, dass es nicht mit dem geworfenen Kunden beginnen könnte? Meinst du, Antonia? Oder hörst du nicht hin? Ich höre schon. Woran denkst du? Ich denke nicht. Ich möchte wissen, was Pietro Botali denkt. Viterbo wartet Giraldi, der Liebhaber von Frau Angelica Botari, auf seine Chance. Sie aber spürt dies, erkennt den Egoisten in ihm und lässt ihn stehen. Inzwischen ist Emilio zum Haus der Botaris gekommen und bittet Frau Botari um 1000 Lire. Mit diesem Geld wolle er nach Rom fahren, um Lucia zu retten, die er, wie er auch Frau Botari mitteilt, nur flüchtig kennt. Er ist außer sich und meint, so etwas könne man doch nicht der Polizei und der Feuerwehr überlassen. Frau Botari findet nun endlich zurück zu ihrem Gatten und beschließt, gemeinsam mit Emilio zu den Katakomben zu fahren. Setz dich näher, Antonia. Botari spricht im Schlaf. Na, den Arm um dich. Ist er so besser? Ja, ich habe wenig Angst. Erinnerst du dich, was der Pater sagte? Staub. Ich erinnere mich. Und Knochenreste. Beides vermischt. Was sollte er denn sagen? Die beunruhigt es nicht? Das sollte ja keine Prophetie sein. Staub und Knochen. Ach, Antonia, mir wäre Gras lieber. Gras? Meine Wünsche kommen ohne Wiesen aus. Solcher Staub ist mir gerade recht. Dir, wie gut du es hast. Habe ich es besser? Ein paar Schritte von ihm entfernt. Weiter aus, Viterbo. Die Entfernungen ändern sich. Findest du nicht? Dein Emilio zum Beispiel. Ja. Ist viel erreichbarer, seine Ferne einzufahren. Und dicht am Glück. Und Butter ist näher. Eine Physik mit anderen Gesetzen. Katakombenphysik. Antonia, ich werde Emilio eine Nachricht geben. Oh ja, Lucia. Oben am Eingang steht auch ein Briefkasten. Sagtest du nicht, andere Gesetze, wenn ich nun mit ganzer Kraft an ihn dächte?
Was habe ich angerichtet? Könnte er es nicht spüren? Von ihm zu mir und von mir zu ihm gehen die Gedanken wie ein Band von Tönen. Ja, du bringst mich zum Ausgang. Solange er sie hört, ist er auf dem Weg. Ich ließe dich so gerne behalten. Denk an Emilia. Ich werde inzwischen an Brutal denken. Unsinn, ich weiß. Sinn oder Unsinn. Alles ziemlich das Gleiche in unserer Lage. Sie hat überhaupt nichts Komisches. Aber wer? Meine liebe Lucia, du glaubst nicht, wie albern ich mich selber finde. Meine Schwärmerei für Brutal. Man sagt, dass Frau Brutal. Was man alles sagt. Die Mädchen erwachen. Wenn man sich leicht irrt, können es auch 8 sein. Wenn man Licht hätte, dann wüssten wir es auch nicht. Man könnte Karten spielen. Wenn man Karten hätte. Wer weiß noch etwas ohne Wenn? Wie lange braucht man, um zu verhungern? Ganz ohne Wenn. Der Weltrekord steht bei 45 Tagen. Dann haben wir immer noch Zeit. Redet nicht so infam. Ich kann leider an nichts anderes mehr denken. Rote Tomaten, Spaghetti, Parmesan. Ich kann Parmesan sonst nicht ausstehen. Maiskuchen und Kaffee. Es ist gleichgültig, wie lange wir hier sind. Wir werden befreit. Und jeder Tag bringt es näher. Das glaube ich nicht mehr. Wer sagt das? Ich, Maria. Und ich sage es noch einmal. Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube daran. Ich auch. Nur 2? Warum sagen Sie nichts, Herr Botter? Weil ich horchen muss und weil es so schwer ist bei eurem dummen Geschwätz. Worauf horchen Sie? Sie hören immer etwas, Herr Botter. Herr Botter sagte schon, wenn Tag und Nacht gleich sind, hört man sich leicht. Still! Es war mir, als rief mich meine Frau. Was leist du, Lena? Du mein Gans. Selber Gans. Hochnässige Putte. Mir war, als ob Emilio riefe. Wer ist Emilio? Emilio! Jeden das seine. Wir wollen auch horchen. Vielleicht, dass wir dann alle. Still! Hört ihr es nicht? Man hört entferntes Rufen, erst ganz leise, dann immer näher. Botari erkennt die Stimme seiner Frau. Lucia ruft laut den Namen Emilio. Die Mädchen schreien durcheinander. Sie lachen, weinen. Emilios Stimme ist immer näher. Sie sind da. Sie haben sie gefunden.